Dieser Film ergänzt die Gebrauchsanweisung und führt zu besserem Verständnis. Der Film kann das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung nicht ersetzen. Er kann auch vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen nicht ersetzen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie den Spritzschutzanzug Dräger SPC 3700 und 4700 und die Kühlweste Dräger CVA 0700 mit ihren Komponenten richtig anlegen. Die Kühlweste besteht aus folgenden Komponenten: Weste, Druckluftschlauchgerät mit Gürtel, blauer Verbindungsschlauch. Zusätzlich zu den beiden Produkten mit ihren Bestandteilen benötigen Sie das folgende Zubehör, zum Beispiel eine dieser drei Druckluftversorgungen, einen Mitteldruckschlauch zum Anschluss an die Druckluftversorgung. Bitte beachten Sie, dass beim Anlegen eine zweite Person erforderlich ist. Führen Sie als erstes eine Sichtprüfung der Komponenten der Kühlweste durch. Verbinden Sie anschließend den blauen Schlauch mit der Kühlweste und dann mit dem Druckluftschlauchgerät. Der Anschluss rastet hörbar ein. Je nach Körpergröße können Sie zusätzlich den Gurt des Druckluftschlauchgerätes durch die Laschen an der Kühlweste ziehen und die Druckknöpfe schließen. Legen Sie die Kühlweste an und schnallen Sie sich das Druckluftschlauchgerät um die Hüfte. Schließen Sie erst die Steckschnalle an Ihre Hüfte und dann an der Weste. Passen Sie die Bänderung an Ihren Körperumfang an. Stellen Sie sicher, dass beim Anlegen das Druckluftschlauchgerät links am Körper sitzt, damit der Schlauch für die Druckluftverbindung später in der korrekten Position mit der Kühlweste verbunden werden kann. Breiten Sie den Spritzschutzanzug flach auf dem Boden aus und führen Sie eine Sichtprüfung durch. Ist der Anzug frei von Schäden, können Sie ihn anlegen. Bitte beachten Sie, dass der SPC 3700 und 4700 in verschiedenen Ausführungen verfügbar ist. Erstens mit integrierten Überziehschuhen und Antistatiksohle. Die Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel werden dabei im Anzug getragen. Zweitens mit integrierten Socken und Tropfrand. Die Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel werden über dem Anzug getragen. Der Anlegevorgang der verschiedenen Schutzanzüge unterscheidet sich nur in dem nachfolgenden Punkt. Öffnen Sie den Schutzanzug. Steigen Sie mit Sicherheitsstiefeln oder Sicherheitsschuhen durch den geöffneten Reißverschluss am Rücken, zuerst in das rechte und dann in das linke Hosenbein ein. Öffnen Sie den Schutzanzug. Steigen Sie ohne Schuhe durch den geöffneten Reißverschluss am Rücken zuerst in das rechte und dann in das linke Hosenbein ein. Ziehen Sie den Tropfrand hoch und steigen Sie mit der Socke in den Stiefel ein. Ziehen Sie den Tropfrand über die Stiefel. Führen Sie den Schlauch der Druckluftversorgung durch den Eingangstunnel in den Schutzanzug und schließen Sie ihn an das Druckluftschlauchgerät an. Umwickeln Sie das Ende des Schlauches eng mit dem am Anzug befindlichen Klettband, um den Eingangstunnel zu schließen. Führen Sie Ihren linken Arm in den linken Ärmel und Handschuh des Anzugs. Bei Bedarf können Sie Baumwollhandschuhe als Unterhandschuhe tragen. Führen Sie analog den rechten Arm in den rechten Ärmel. Schließen Sie den Schlauch an eine externe Druckluftversorgung an. Beim Druckanstieg muss die Warnpfeife kurzzeitig zu hören sein. Sie können nun die Reißverschlüsse der Kühlweste öffnen oder schließen, um den Kühleffekt am Rücken individuell zu regulieren. Dabei sollte Ihnen eine zweite Person behilflich sein. Streifen Sie die Kopfhaube über Ihren Kopf. Die Luft muss merklich unterhalb der Haube und des Rückens entlang strömen. Lassen Sie den Reißverschluss und die Abdecklasche auf der Rückseite durch eine zweite Person schließen. Achten Sie darauf, dass die Klettbänder in der ganzen Breite aufeinander liegen und nicht durch die Innenlasche getrennt werden. Bei Bedarf können Sie Überhandschuhe verwenden. Ziehen Sie bei der Ausführung mit Armmanschetten die Handschuhe darüber.
Legen Sie den Spritzschutzanzug und die Kühlweste in umgekehrter Reihenfolge ab. Bitte beachten Sie, dass die Druckluftversorgung erst ausgeschaltet werden darf, wenn der Reißverschluss des Anzugs bereits geöffnet und die Kopfhaube abgesetzt wurde.